Willkommen von der CES 2014, wo wir hier ein kleines Add-on haben zu den Kameras von Panasonic, und zwar dem W850, 750, 550 und 250 Serie, wie ihr sehen könnt. Und zwar heißt das Gerät VW-CTR1. Kein allzu schöner Name, aber ziemlich geniales Ding, denn wir können einfach unsere Kamera hier oben dran machen und sie dreht sich von alleine, oder wir können sie steuern, entsprechend je nachdem, wie wir sie steuern möchten. Somit kann man das wunderbar in einem Kinderzimmer einbringen oder auf einer Party einfach in die Ecke stellen, und dann nehmen unsere Kameras entsprechend von alleine hier Inhalte auf. Wie ihr zum Beispiel sehen könnt, hier dreht sie sich gerade einfach, je nachdem von wo der Ton herkommt. Also das ist dann entsprechend so, wie sie sich verhält, wenn es darum geht, dass sie sich alleine bewegt. Sie geht nach dem Ton, nicht nach Gesichtern oder sowas. Hier seht ihr auch gerade Party Scene Mode. Da dreht sie sich. Hier ist eine rechts noch angebracht, die ich selber steuern kann hier. Ganz einfach, indem ich das Tablet benutze. Und zwar werde ich jetzt einfach mal hier, ich probiere es mal so zu machen, dass man es vielleicht sieht, aber es ist eigentlich ganz schwer, weil ich dazu ganz schön weit weggehen müsste. Also ich kann jetzt einfach, ihr seht gerade, schaut die Kamera da lang, mal den Knopf drücken, und sie fängt sich dann auch an zu drehen nach rechts. Oder ich kann sie nach links drehen. 180 Grad ist der Bereich, in dem das Ganze hier funktioniert. Also eine halbe Drehung kann sie sozusagen machen, oder auch hoch und runter. Das ist auch möglich, wie ihr hier zum Beispiel sehen könnt. Sie schaut gerade ein bisschen nach oben und auch nach unten. 15 Grad haben wir hier Spielraum. Über WLAN verbindet sie sich entsprechend mit dem Tablet, oder wir können auch direkt live auf YouTube streamen, was natürlich auch möglich. Dann allerdings haben wir keine Steuermöglichkeiten, denn natürlich ist nur eine Verbindung hier möglich. Ja, das war das VW CTR1 in einem ganz kurzen Hands-on oder Hands-off sozusagen. Hier drehen sie sich noch von alleine auch in ein paar verschiedenen Modi. Anschlussmäßig das Ganze nur per USB und Strom, wie ihr hinten sehen könnt. Und ja, das war's auch schon. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, und bis zum nächsten Mal.